er nicht zusätzlich ein Schwert beim Sturzflug, oder ist das egal? Mach einfach mal das hier Schlag. Leider nicht. Nö, dann nicht. Gut. Ja, wie gesagt, er setzt sich dann wieder hin. Wie geht's weiter? Also währenddessen er noch fliegt sozusagen, weil Vidus gerade aufs Fenster schaut, neben Isarun, also sozusagen hinter Isarun hervor. Oh Herren, lass uns ihm das um den Fuß werfen, dann kann er nicht mehr so wegfliegen. Die anderen können ihn dann und dann machen wir ihn fertig. Aber es ist ein sehr starker Drache, also ich glaube nicht, dass ein einfaches Seil uns hält. Ja, vielleicht bleibt ja irgendwie der Holzbalken hängen und der muss den ganzen Holzbalken mitnehmen, kann nicht mehr so gut fliegen dann. Das stimmt allerdings. Wenn wir das vielleicht hierum festmachen? Ja, ich hab das hier um dieses Ding hier rum festgemacht, das große, das sah mir stabil aus. Über euch knarzt es wieder und rieselt und einige Dachbalken brechen dann neben dem Fenster zurück. Ich schaue mich mal nach einem tragenden Stützelement um. Ja, das ist das, wo gerade das Seil von diesem, ja, von dieser Miliz rüber gelegt worden ist. Da gerade ein Seil drum geknotet. Wenn ihr ihn ablenkt, werfe ich ihm das Seil um den Kopf herum und dann ist er wie beim Pferdefangen. Dann kann er das Ding auch nicht zerbeißen. Wie dick ist dieser Balken denn? Kannst du das überlegen? Also musst deine beiden Arme drumlegen und dann kommst du durch. Also schon dicker Brocken. Das Seil, was er da so gegroffen hat, so ein dickes Tau, könnte schwierig werden, aber mit der Gewalt eines Drachen, also wenn das tatsächlich gelingt, dann bricht das sicherlich weg. Ich meine, ich habe gerade überlegt, wenn wir jetzt im unteren Teil diesen Balken zerstören, oder diese Stützpfeiler zerstören, im oberen Teil, der aber noch drumherum gebunden ist um dieses Seil, dann hat das ja doch trotzdem noch die gleiche Wirkung, oder? Ja, also wenn du da jetzt irgendwie einen Zauber oder was hast, weil mit einem, oder haben wir das Magus, das geht natürlich auch. Adamantium aufs Seil. Ich dachte ja an einen Hammer des Magus von Isarun, oder? Ja, also wenn irgendwas kaputt zu machen ist an Balken oder so, dann nehmen wir natürlich den Hammer des Magus. Isarun, hier! Zeig auf die eine Stelle, untere Stelle dieser Stütze. Dann bricht das da rein. In Ordnung. Die Schicksalsfäden weben nur ein Netz des Todes. Und wie macht ihr das nun mit dem Seil? Naja, ihr sagt, ich zerstöre jetzt den Balken und dann werfe ich mein Seil gleichzeitig und ihr zerstört den Balken und wir machen das alles gleichzeitig. In der Hoffnung, dass ich das Seil um den Drachen herum werfe, ihr den Balken kaputt macht dort, den anderen. Das ganze Dach einstürzt und er beim Wettfliegen dann merkt, dass er irgendwie mit dem Hals festhängt und dann vielleicht auf den Boden kracht und der hohe Herr mit der Lanze sozusagen angeritten kommt und ihn dann sozusagen, währenddessen er da auf dem Boden liegt, sozusagen mit dem Seil noch kämpft, sozusagen seine Lanze in den Drachen versenkt. Gut, sind wir alle bereit und wir fliehen am besten in diese Richtung. Wir sollten uns in Richtung Treppenhaus begehen, ja. Gut, also, wie sieht es aus? Soll ich? Ich merke wohl gerade, wie flüssiges Urin, stinkend nach Schwefel, nach Pest, in dem Gebäudeteil herunterrinnt. Ihr verliert 1W6 Ausdauer. Kein Schaden, nur Ausdauerverlust. Vitus geht zum Fenster und wirkt ein wenig und versucht, in sich zu halten, um nicht zu kotzen. Währenddessen er merkt, wie ihm sozusagen die Luft wegbleibt. Was ist das für? Jalan, Kiaras, irgendwas tun? Ja, natürlich. Ich raffe mich auch schon während der Wegfliegt. Ja, ich schiebe ihn auch. Nehme den Stab herbei und sattel auf, denn, I don't know, zu Fuß richte ich hier nichts aus. Also warte ich jetzt ab. Ja, ist natürlich immer noch darauf angewiesen, dass jetzt der Drache auf den Boden gelangt. Deine Freunde haben da wohl irgendwie Probleme, gerade in diesem Bau. Ich bete einfach zu Angrosch, dass er was tut. So, ihr drei, tut was. Ja, ich zähle dann mit Vitus und Abel mir herunter und wenn wir alle unten angelangt sind, schlage ich mit meinem Hammer des Magus zu. Wenn Isarun schon jetzt hier, also ne, wenn Isarun jetzt hier schon anfängt zu zählen, hat Vitus den Kopf halb aus dem Fenster heraus und ruft Jalan zu, beziehungsweise dem Hohen Herren, jetzt losreiten! Ja. Und wenn Isarun dann bei drei gekommen ist, streckt er nochmal wieder den Kopf raus, und zwar diesmal lehnt er sich halb aus dem Fenster raus, das Seil in der Hand und versucht es zu gucken, wo Vorbrochs Kopf ist und es um seinen Kopf herum zu werfen, wie eine Kuh, die man fängt. Das ist eine Werfen, Lasso,
Das wäre theoretisch Schleudertalent. Ich würde sagen Viehzucht. Das ist ein Schleudertalent, was man normalerweise hat. Ja, ja, würfel mir einfach mal ein W20 und dann gucken wir mal. Das ist natürlich ein großer Gegner, muss um den Kopf rum. Je nachdem. Ich steige auf Fernkampfbasis gewürfelt für den Namen. Finde ich gut, ja. Er ist auf alle Fälle verhangen. Und wenn er hochstartet und normalerweise den gewohnt ist, dass er sozusagen keine Gegenlast hat, wird er vielleicht in dem Moment runterkrachen, wenn er nicht mit dem Widerstand rechnet, der jetzt gleich an ihm dran ist. Ja, ja, dann reitest du los. Der Arsch absackt. Ich, selbstverständlich. Und Vitus ruft, wird galoppiert. Gut, dann Initiative 12, Jalan reitet los. Na, ich los. Lese jetzt auf dem Pferd, ich muss die Idee neu bestimmen, oder? Ich wollte hinter Jalan aufgestiegen sein. Auf dem zweiten Pferd. Mit Jalan. Mit Jalan auf dem gleichen Pferd, okay. Gefällt mir. Dann würfel einmal die Reitenprobe für deine neue Initiative. Lockig. Ja, komm, ich hab eine gute Initiative, Junge. Vor dem Drachen. 16 plus 5. 20. Oh, das ist gut. Ja, dann hau rein. Dann wird losgaloppiert. Ja, das ist. Bin ich jetzt unter Zweikampfrunden beschäftigt. Ja, weiter. Muss ja sieh dich. Ich bin dran. Muss man erst. Zwar sind das dann. Der wird langsamer, weil Keras hinten drauf sitzt. Ach, der wiegt nicht viel. Der wiegt nicht viel. 36 Schritt. Ja, passiert nichts. Der Drache reißt seinen Mund auf und du siehst die blaue Glut. Ja, voller ingerimmtem Vertrauen weitergeritten. Ja, nächste Kampfrunde. Ist nicht Isarun erstmal dran? Wenn Isarun will, klar. Klar, in der gleichen Kampfrunde will sie ja sozusagen den Felsen Ding zerstören mit dem Drachen, dass der sozusagen der gute Sitz unterm Arsch weggleitet. Gut, das wäre der Trick dabei. Dann gehen wir tatsächlich jetzt mal in die Zerbe. Aber der Drache war ja schon dran, deswegen ist sie halb so wild. Deswegen ist jetzt Isarun dran mit Buff, sie macht jetzt das kaputt. Und der Drache will dann nächste Runde vielleicht weg aus dem mit dem Arsch aus dem Haus raus und dann kommen die Probleme mit dem Seil. Gut, Abelmir 14. Ich bin zum Treppenhaus ran, außer Reichweite. Gut, Vitus hat jetzt das rumgelegt. Der Daimoroch bereitet sich auf den Flammstrahl vor. Muss da wenig tun. Isarun schlägt auf der 17 zu. Ja, Peng. Peng. Geht kaputt. Da müssen wir, glaube ich, nicht so viel würfeln, oder? Machst du Strukturschaden? Ich glaube, mal 3 oder sowas, ne? Ob der Hammer genau, das mal aus also der. Ritualkenntnispunkte durch 4. Nee, gar nicht. Das war mit einer Person. Achso, ja, Strukturpunkte. 3W6 plus Ritualkenntnispunkte Sternchen. Na, mach mal bitte. Also du musst nicht treffen, weil eine Säule triffst du. Geht gegen Mut, CHKK. Ich will nur die 3W6 haben. Ich muss gerade mal die... 3W6, achso, die. Ja, wie gesagt, du musst nicht würfeln, ob du... Und dann die Ritualkenntnis für die Sternchen. Da muss ich gerade mal meine... Wie gesagt, Attribute werden. Ja, Gut, Charisma, Körperkraft, sagt Jalan. Ja, das kann noch weiter verspotten. Da bleiben alle über. So, guck mal. Oho. Ja, dann zerbirst die Säule. Du bist auf der 17, das heißt, der Drache kann nicht mehr irgendwie Aktion positionieren oder so. Das heißt, das Gebäude stürzt jetzt langsam ein. Ja, nur der Teil, wo er da so ungefähr sitzt. Genau. Das heißt, er rutscht erstmal ein ganzes Stockwerk nach unten. Keras kann nichts tun, außer beleidigen. Nächste Kampfrunde, 14. Ich möchte vorziehen. Nein, nicht vorziehen. Vorziehen. Deswegen ist an sich egal, ich komme sowieso nicht ran. Nee, ich komme nicht ran. Siehst du? Du bist doch an seinem Kopf. Du bist doch am Totenkopf. Dann kannst du doch theoretisch den Lanzenangriff machen, aber dafür müsste er erstmal irgendwie aus dem Haus raus, weil er sich positionieren will. Ich dachte, er ist jetzt ein Stockwerk runtergestürzt. Ja, vom dritten Stock sozusagen auf vom zweiten Stock. Ins erste. Ach so, ich dachte, er wäre ins Erdgeschoss gestürzt. Nee, dann normaler Gang. Putzen. Aber mir. Er ist jetzt Stockwerk tiefer. Da renne ich die Treppe runter ins nächste, ins darunter liegende Stockwerk. Dann bist du im nullten oder wie? Nee, ich bin ja ins Treppenhaus nur gelaufen. Ich muss genau runter. Und dann wieder zu ihm hin. Okay. Das wird eine Runde dauern. Gut, dann rennst du weiter. Vitus. Gerade neben dir aufgetaucht, der große Kopf. Da wir gleichzeitig dran sind und wir haben, glaube ich, auch die gleiche Initiative Basis, habe ich meinen Text einfach mal ins Teamspeak reingeschrieben und würde ihn gleich veröffentlichen. Ah, okay, gut. Dann. Ja, er wartet immer noch mit dem Flammstrahl auf Jalan. Punkt. Klettert das Seil rauf. Ja, er will zum Drachen. Das Schwert sozusagen in den Gürtel geschoben und jetzt will er da hochklettern zu Daimoroch. Wow. Für Vitus! Kletternprobe.
an dem Hals eines Drachen, ich sag mal eine plus 7. Das ist schon schwer. Aber ich gebe dir. Ja, gebe dir Glück, ich gebe dir Glück, weil die Götter bei dir sind. Das Seil gibt mir nochmal ein bisschen Erleichterung und Vitus wird vielleicht gegen die Wand geschlagen, gleichzeitig als der Drache einsackt und er sich einfach an das Seil hängt. Aber bleibt wohl dran hängen, wenn er Glück hat. Ich sag dir, Götter bewollen. Warte, du kommst hoch, aber du nimmst 2W6 minus 2 Schaden durch gegen die Wand schlagen. Immer wieder macht es Wuff, Wuff und seine Arme und seine Beine reißen ein wenig auf an den scharfen Kanten des Hauses, die natürlich auch teilweise eingefallen sind, aber er gibt nicht auf und klettert weiter. Und dann spürst du die niederhöllische Kälte um dich herum. Daimoroch wartet, wie gesagt, immer noch mit dem Flammenstrahl. Isarun. Ja, ich möchte natürlich nicht unter dem einstürzenden Gebäude begraben werden, deswegen laufe ich ins Treppenhaus und versuche, auf die Etage zu kommen, auf der der Drache jetzt ist, damit ich ihn auch angreifen kann. Oder halt, falls er noch nicht ganz nach unten gefallen ist, noch weiter irgendwas zum Einsturz bringen kann, damit die Leute im Hof uns helfen können. Dann gib mir mal eine Bauwerke. Was ist das? Baukunst? Baukunstprobe, dann findest du vielleicht noch was. Ich könnte dir Mechanik anbieten. Mechanik plus 5. Eine Mechanik plus 5 findest du vielleicht noch was. Dann stürzt er vielleicht sogar rechtzeitig noch. Ach, das ist. Komme ich da gerade viel zu sehr entgegen? Ich komme dem Drachen entgegen. Bevor Isarun dran ist, muss eigentlich der Drache irgendwie handeln. Er hat verzögert, also was heißt verzögert? Er hängt jetzt auf der 16 handeln. Ist damit zufrieden aus. Ja, also wenn er auf der 16 handelt, verliert er seine Aktion. Ja, richtig. Er kann eine Aktion kann er rübernehmen in die nächste. Also er macht nichts, er wartet, bis du 21 Meter dran bist, dann gibt er dir aber ordentlich. Ja, Alan. Ich rette weiter. Ich nehme mal ein bisschen Geschwindigkeit raus. Also, machen wir mal die Hälfte von meiner Sprintgehe jetzt, machen wir 16. Aha. Warum? Weil der Drache noch nicht eingestürzt ist und ich nicht in die Wand klatschen möchte. Warte, fragen wir anders, wie hält er denn den Kopf? Kann ich, wenn ich das Pferd zum Springen animiere, eben die Lanze in den Rachen rammen? Oder ist er dafür noch zu hoch? Wenn du abspringst und ihm sogar ins oder gegens Maul, ja doch, würde irgendwo klappen. Also gehst du von raus, danach sitzt du halt nicht mehr auf dem Pferd, ne? Also du animierst das Pferd zum Springen und springst dann selbst aus dem Sattel. Das ist nicht mit Kiaras kommuniziert. Ja. Kiaras ist ein guter Reiter, der kann das. Aber wenn er danach nicht tot ist, bin ich genatzt. Komm, Sekt oder Seltas, jetzt. Das passiert dann nächste Runde, weil jetzt bin ich ernst. Ja, wieso? Kannst du auch die volle reiten? Reicht das bis hierhin? Ich komme mir nur bis ganz knapp hier vorne. Reicht das? Ja, das finde ich gut. Du kriegst erstmal einen Flammenstrahl ins Gesicht. Ja, eben Kiara. Nicht. Ich frage, ob das reicht. Ich sage nicht, ich gehe da hin. Ich frage, reicht das? Kiara, das ist dran. Hm. Das Pferd springt jetzt. Noch nicht. Aber du merkst als Reiher geweiter, dass er springen will, ja. Ich will versuchen, eine Akrobatikprobe zu machen und während das Pferd springt, auf den Drachen zu springen. Plus 10. Da ist Mut drin, ist um 17 erleichtert. Also Mutproben werden erleichtert, das sind aber reine Mutproben. Das haben, Talente, das haben wir beim letzten Mal schon ausdiskutiert, dass auch Talente mit Mut, Charisma und Intuition erleichtert sind. Das nächste Mal früher, dann gebe ich dir nicht nur ein plus 10. Deswegen sag ich es doch nicht früher. Er glüht halt. Der Spielleiter ist nicht dein Feind. Ich weiß, ich stelle nur die Umgebung dar. Er benimmt sich nur manchmal so. Mhm. Ja, Kiaras versucht es mit Voltigieren und steigt erstmal auf den Rücken des Pferdes. Nächste Kampfrunde. 14. Drache zieht vor. Zieht auch vor? Hab ich mir gedacht. Vidus zieht auch vor. Gut, wir fangen an mit Pferdesprung von Jalan. Mach mal Reiten plus 10. Ja, klar, dass man drin ist um 17 erleichtert. Die wäre aber auch so geschafft gewesen. Da hatte ich also plus 17 reingegeben, aber ich ignoriere die plus 17, das ist natürlich eine minus 17. Die ist geschafft. Komm gar nicht auf Ideen.
Das ist die Reitenprobe. Was will ich denn jetzt noch haben? Du willst jetzt lanzen, ne? Lanzenangriff, ja. Das ist immer noch ein drachengroßes Ziel. Das heißt, wir sind bei einer plus 0, bei plus minus 0. Dann kriegen wir plus 4 für die improvisierte Lanze. Erleichtert um 5 für Turnierreiterei. Haben wir jetzt insgesamt erleichtert um 1. Nee, das ist. Nein, das ist keine Turnierreiterei. Tut mir leid. Keine Turnierreiterei mehr, akzeptiere ich. Dann habe ich eine Erschwernis von insgesamt 4 und bei der belasse ich es auch. Ach, schade. Ich hätte das Stichchen wieder ansagen gegeben. Und dann immer gib ihm. 19 Bohren ins Maul. Mit dem Stab des Vergessens. Weil das so eine gute Idee ist. Mhm. Kiaras? Ja, ich möchte auf den Kopf rauf. Mhm. Wollt noch eine Akrobatikprobe oder? Akrobatik, ja, du bist jetzt erstmal nur aufgestiegen. Gib mir nochmal eine Akrobatik plus 15. minus 17. Ist das nochmal? Ich tue nur die Umwelt da. Die Erschwernisse passen sich auch in Wert. Du willst auf den Kopf eines Drachen springen. Ich bin fucking drauf. Ja, du stehst auf dem Kopf des Drachen. Du merkst, wie sich die improvisierte Lanze in das Maul von Daimoroch dringt. Ich möchte im Sprung meine beiden Rapiere in ihn reinrammen. Ja, in jeweils beide Augenhöhlen. Kannst du mal Schaden würfeln. Dann fangen wir nochmal an mit Vitus. Was wolltest du noch tun? Ja, Vitus will natürlich jetzt vorziehen, damit sozusagen Jala nicht in die Tiefe stürzt. Er hat sozusagen mit einer Aktion sozusagen das Seil mit den Beinen sozusagen so fest eingehakt, dass man sozusagen etwas stabiler steht. Und will dann mit der anderen Hand versuchen, Jalans Arm zu packen, währenddessen der jetzt gleich in die Tiefe stürzt. Vom Kopf des Drachen aus. Ich dachte ehrlich, ich lande in seinem Maul oder so. Ach so, das weiß ich nicht genau. Wenn das so ist, dann... Ich weiß es auch nicht, brauchst du die Sache aus. Darauf bereitet sich zumindest Vitus vor und wenn das nicht klappt, dann hat er sich nur festgehakt und bereit gemacht, das zu tun, ohne dass es passiert ist. Akrobatik. Der würfelt immer 14 mit 10 Punkten, wie scheint. Ja, Q4 ist halt in seinem Bereich. Keine Ahnung, was er gemacht hat, aber... Ich auch nicht. Nee, er schaffst war ein Jahrmarktkünstler. Schaffst du nicht. Das wirst du nicht schaffen. Du springst dann mit den... Ja, dann fällst du eigentlich auch runter jetzt, ne? Naja, ja, wahrscheinlich kriege ich seinen Arm zu packen, aber meine Beinverknotung im Seil hat wahrscheinlich nicht so gut hingehauen wie gedacht und er reißt mich einfach mit in die Tiefe. Ja, was Jalan auf alle Fälle erkennen kann, du springst ab, lanzt ihm dann den Stab von Boron in seinen Maul, in seinen Hals. Du siehst gerade noch, wie sich dieses blauglosene Glut, versucht er eben diesen Flammenstrahl, diesen Eisstrahl auf dich zu kanalisieren und dann öffnet sich dein Mund und du sprichst mit einer fremden Sprache. Meer des Schmerzes leere dich. Die Zeit friert ein. Zu einem einzigen Augenblick und dein Herzschlag setzt aus. Fassungslosigkeit und Entsetzen rollt auf euch alle zu. Eure Glieder sind gelähmt, tausende von Gesichtern, Visagen, Fratzen. Lassen euch untergehen. Sie bringen Schmerz, Verzweiflung, Trostlosigkeit, Hass, Furcht. Monströs, steigen sie in euch auf und zertreten die Menschlichkeit um euch herum, in euch. Das Grauen ist nur ein Wort, die von einem Gott. Konservierten Seelenqualen von tausenden von Menschen. Jenseits aller Worte. Ihr heischt kurz einen Blick auf zwei Raben und dann fallt ihr. Vito sagt noch in einer Sekunde, wo er Jalan packt, hab dich! Und dann stürzt er mit in die Tiefe mit dem Wort, na! Ja, Vitus ist der Erste, ihr steht im ersten Stock. Erster Stock sind 4 Meter. 4W6 minus 6. Vitus versucht sich irgendwie so halbwegs abzurollen, aber kriegt das überhaupt nicht hin. Kiaras, darf eine Körperbeherrschungsprobe machen. Du bist aber auf 5 Metern Höhe. Mhm. Und Jalan... Auch Mut ohne Intuition drin. Wie das knackt sich das rechte Bein an beim Sturz. Er hat eine Wunde erlitten und... Überlebt aber. Das ist gelungen. Mit wie viel Sternchen? 4? Ne, das ist die Behinderung. 9 Punkte. Ja, dann müssen wir deinen Wurfschaden nicht auswürfeln. Weil 5W6 minus 5 mit 5W5 rausnehmen ist halt immer noch egal.
Ja, und Jarlan darf keine Körperbeherrschungsprobe machen und fällt 4W6 auch runter. Ich lande mit einer Rolle. Also 4W6 minus 4, ne? Minus 4, ja, na klar. Du hast ja minus 6 gesagt. Ja, das ist okay, nehme ich. Ja, gut. Der Kopf von Dalmoroch existiert nicht mehr. Und mit einem weiteren Hammer des Magers, mit einem weiteren Schlag, sinkt nicht nur der Körper vom Drachen in das Gebäude ein, sondern eben auch der restliche Körper wird jetzt von Trümmern bedeckt. Eine gewaltige letzte Explosion von irgendwelchen anderen Gebäudeteilen, irgendwas, was da wohl sich entzündet hat, was neben euch dann in die Luft stiebt. Und dann ist alles still. Nur noch ein Fiepen in eurem Kopf. Jarlan, du rollst dich ab, gehst auf ein Knie und hältst den geborstenen ohrenheiligen Stab von ihm in der Hand. Das einzige Ohren-Artefakt auf Dere hast du zerbrochen. Oh. Wow, das war effektiver, als ich gedacht habe. Entschuldigt, hoher Herr, ich wollte euch auffangen, aber ich war unfähig. Au. Wollen wir dieser Runde aus dem Gebäude rauskommen? Leben alle noch? Ich komme aus dem Gebäude rausgetaumelt, wahrscheinlich über mit Staub und Dreck besudelt. Ich höre wahrscheinlich schlecht, irgendwie. Ich zeige auf meine Ohren irgendwie, weil immer noch das Klingeln in meinen Ohren ist. War ich das? Was? Und schau dann zu Jarlan und hat wahrscheinlich diesen zerbrochenen Stab in beiden Händen. Was? Scheint so, als könne der Herr Boron den Schmerz des Todes nicht nur nehmen, sondern auch geben. Ihr habt es eingesetzt. Und wenn es das war's, um also. Rachen zu rammen als eingesetzt ist. Da werden aber einige Herren unglücklich sein. Boron hat gesprochen. Er ist mit uns. Das war eine gute Tat. Um euch herum könnt ihr weitere Karakile in der Luft schweben sehen, weitere Throngescherben. Wenn ihr euch ein bisschen orientiert, der Staub, der nicht nur in dieser Kaserne um euch herum wirbelt, sondern einmal auch nach Süden oder nach Norden blickend, direkt das Gebäude vor euch, das verschwert euch natürlich die Sicht. Gareth brennt hoffnungslos. Aber unsere Arbeit ist noch nicht getan. Nehmen wir uns den Karfunkel von dem Vieh mit und dann geht's weiter. Sollten wir ihn nicht erschlagen? Wenn wir es können, ja. Sicher, mit Hilfe der Axt. Wir müssen nur den Axtträger finden. Also nehmen wir sie mit. Auf jeden Fall. Fass ihn aber nicht direkt an. Warum wir diese Lektion haben, sehr schmerzhaft gelernt. Oh Herren, ich muss mich weiter um die Stadt kümmern. Ich muss mich wieder beim Hauptmann melden. Alles gut. Die Stadt, wir müssen die Kinder schützen. Und Vitus humpelt von dann. Wo geht er? Die Stadt schützen, Herren. Der heilige Vitus hat mich auserwählt. Ich muss seinen Dienst tun. Humpelt er von dann. Ich gebe dir heute Abend den Wein aus. Wenn ich überlebe. Man nutzt ihn alle. Ein Lechmin schützt den Jungen. Tapferer Kerl. Über euch könnt ihr jetzt, obwohl es Nacht ist, ein Streifen aus Sonnenlicht erkennen. Und ihr seht, wie 8, 9 schimmernde Greifen in den Kampf eingreifen. Alachan, Gorgoran, Elochar, Uruchan, Shinvoran, Elnachar, Herophan, Vinguran und Oberan. Fürst unter den Greifen. Ein Kampf entbrennt. Die schwarzen Brüder gegen die, die immer noch in Alvaran sitzen. Es ist soweit. Kommt. Der Drache ist tot. Ein Magier ist der Nächste. Einen Moment, ich muss noch diesen Katfunkel herausgraben. Ich stochere dann mit meinem Magierstab in den Gedärmen rum. Ja. Sammel mal. Sorry.
Ja, du wühlst etwas und kannst dann unter dem Brust, ja, da wo normalerweise das Herz sitzt, ein bisschen weiter oberhalb, irgendwo da, wo, ja, hinter dem Brustbein, da wo es eigentlich sein sollte, kannst du dann erkennen, wie wohl ein Stein bisschen verschoben ist, milchig, hat keine schöne Farbe, nicht so wie die damals in der Drachenhöhle. Und kannst auch sehen, wie sich der wohl, ja, zerfressen von irgendwelchen Würmern, windet in deiner Hand, wenn du ihn da rausholst, beziehungsweise dann mit dem Stab nachtastest und dann vor dir auf den Staub der Kaiser oder des Kaiser Redo-Kaserne fällt, wieder wohl einige große Maden und Würmer dann drumherum geschlungen sind. Ach, das ist wieder dieses widerwärtige Viechzeugs. Lass die Hand davon, wir zerschlagen ihn direkt hier. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das können, aber probieren kann man es wohl einmal. Dann, so sehr ich den Stab draufhauen möchte, ich glaube nicht, dass das auf lange Sicht gesund ist. Dann hebe ich meinen immer nach Boron geweihten Streitkolben herbei und schlage mit aller Gewalt auf den Karfunkelstein auf. Ja, wir schauen nochmal auf die Karte. Wer steht gerade wo? Ich stehe dann vermutlich aus Arias Vakeras. Der sitzt im Kopf, ja? Also normalerweise im Kopf irgendwo hier, der ist jetzt aber hier runtergewandert und hat ihn dann Isarun auf den Boden geprügelt. Dann stehe ich hier. Ja, wenn ich den gerade rausgeholt habe, dann bin ich auch in der Nähe. Habe mir mit. Ich stand wahrscheinlich hier irgendwo. Ich habe ja noch gerade noch unseren tapferen Milizsoldaten verabschiedet. Guardianum ist noch aktiv. Immer noch, ja. Wie viele Sternchen? 22, 27, Entschuldigung. Meine 18. So, wie viel Schaden macht denn ein Ignisfero? 5 wie 6 plus halbe Sternchen. Minus 1 pro Meter, den er 16 weglässt. Minus 5 sind 21.